Hallo, einen wunderschönen Donnerstagabend wünsche ich. Hier sind wieder die Berichte aus aller Welt. Die Honigmann-Nachrichten vom 18. August 2016 mit der Nummer 905. Seewiesen. Viele Vögel sind wahre Ausdauerkünstler, bleiben tagelang in der Luft ohne Rast oder Schlafpause. Ist schon erstaunlich. Das Geheimnis dahinter haben Forscher nun durch Beobachtungen bei Fregattvögeln gelüftet. Sie können während des Fluges schlafen. Beim Gleitflug knicken diese Nonstop-Flieger immer wieder minutenlang ein. In einigen dieser kurzen Schlafphasen geht ihr gesamtes Gehirn in den Ruhezustand. Häufiger aber herrscht Arbeitsteilung. Nur eine Hirnhälfte schläft. Die Fregattvögel halten ein Auge offen, um einen Zusammenstoß mit anderen Vögeln zu verhindern. Genau wie die Enten, die ein Auge auf potenzielle Fressfeinde werfen. Die Natur macht's möglich. Alterungsprozess. Wer moderat regelmäßig Ausdauersport wie Joggen betreibt, bremst den Alterungsprozess von Zellen und Organismus und schützt sich so besser vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt, Herzschwäche und anderen altersbedingten Krankheiten wie Diabetes. Dass moderater Ausdauersport und hochintensives Intervalltraining in dieser Hinsicht reinem Krafttraining überlegen sind, belegte nun erstmals der Kardiologe Dr. Werner und Kollegen vom Universitätsklinikum des Saarlandes Homburg an der Saar in einer Studie. Die Studie liefert ein wichtiges Messverfahren zur genauen Bestimmung, wie effektiv eine spezielle Trainingsform auf die Zellalterung wirkt und so den Schutz vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöht. Ein großer Gewinn für die Prävention von Herzkrankheiten, würdigte Professor Dr. Meinertz, Vorstandsvorsitzender Deutsche Herzstiftung, die noch unveröffentlichte Arbeit. Weltbank Yuan Dollar. Eine kleine Revolution findet gerade in der bisher von den USA dominierten Weltbank statt. China hat es offensichtlich durchgesetzt, dass bei einer Neuausgabe von Weltbankanleihen nunmehr nebst dem Dollar auch sogenannte Reservewährungen, in diesem Fall der chinesische Yuan, als Basis zum Zuge kommen. Damit wurde der bisherigen US-Dollar-Dominanz ein weiterer Schlag versetzt. Die Weltbankanleihe soll in China ausgegeben werden und durch den Währungskorb des IWF abgesichert sein. Als Gesamtausgabevolumen dieser Interbankenanleihe geht man von einer Summe von 2,5 Milliarden Euro aus. Aktuell werden bisher 90% des internationalen Anleihemarktes über den US-Dollar abgewickelt. Dies könnte sich mit dem Yuan-Engagement nun aber ändern. US-Aktienmarkt. Mit einer Verdopplung seiner Wette gegen den US-Aktienmarkt zeigt Investor und Spekulant Soros, dass er auf einen baldigen Crash spekuliert. Er forciert's ja. Bislang hielt der Soros-Fonds 2,1 Millionen an Verkaufsoptionen auf einen börsengehandelten Fonds, der den S&P 500 Index abbildet. Seit 30. Juni jedoch hat er diese PAT-Optionen, mit denen er auf einen fallenden Markt spekuliert, auf 4 Millionen nahezu verdoppelt. Die Gier kennt keine Grenzen. Angesichts dieses Umstands und jenem, dass er mit seinen Spekulationen immer wieder einen guten Riecher bewiesen hat, darf man davon ausgehen, dass es in absehbarer Zeit an den US-Börsen krachen wird. Immerhin wird Soros dieses Risiko nur dann eingehen, wenn die Wahrscheinlichkeit eines Crashs sehr hoch ist. Washington, Syrien, Hamadan, Russland. Die Vereinigten Staaten behaupten, die Nutzung des iranischen Luftwaffenstützpunktes Hamadan durch Russland für seine Luftangriffe gegen syrische Terroristen würde die Resolution des VN-Sicherheitsrates Nummer 2231 aus dem Jahr 2015 verletzen. Allerdings sagt der Resolutionsinhalt etwas ganz anderes. Zuvor hatten russische Fernbomber vom Typ Tu-22M3 von dem Fliegerhorst im Iran abgehoben und Objekte des IS und Al-Nusras in Syrien angegriffen.
Der Sprecher des VS-Außenministeriums Turner zweifelte daran, dass der VN-Sicherheitsrat Russland das Recht erteilt hätte. Da braucht wohl Russland auch Fragen, vom Iran aus zu agieren. Ihm zufolge möchten die Rechtsanwälte des State Departments zuerst möglichst viele Informationen über die russischen Luftangriffe beschaffen und dieser Frage nachgehen. Dabei bezeichnete der VS-Diplomat die Handlungen Russlands als bedauernswert. Der VS-Diplomat muss es ja wissen. Washington. Am Anfang seiner Präsidentenkarriere hat Obama über eine Welt ohne Atomwaffen geredet. Nun will er am Ende seiner zweiten Amtszeit die militärische Richtlinie der VSA ändern, und zwar eine Deklaration annehmen, laut der die VSA nie als erste Atomwaffen einsetzen werden, berichteten VS-Medien. Plötzlich, da habe ich aber schon andere Töne gehört. Großbritannien, Südkorea, Frankreich und Japan haben bereits Kritik angemeldet, schrieb die Washington Post. Die Formulierung, Atomwaffen als Vorbeugungsmaßnahme nie zu nutzen, könne Nordkorea zu aktiveren Handlungen auf dem Weg zur Produktion von Kernwaffen bewegen, fürchten die VS-Verbündeten. Kuba, Genf. Kuba setzte sich am Dienstag am Sitz der Vereinten Nationen in Genf dafür ein, eine Welt ohne Atomwaffen zu erreichen. Dafür sei es nötig, multilaterale Verhandlungen über das Verbot und die vollständige Beseitigung dieser Waffen zu beginnen. Lateinamerika, Welt. Die Zahl der weltweit ermordeten Umweltschutzaktivisten hat 2015 einen neuen Höhepunkt erreicht. Die in London ansässige Menschenrechtsorganisation Global Witness spricht von einem Anstieg um 59% gegenüber dem Vorjahr. 122 der insgesamt 185 Todesopfer im vergangenen Jahr wurden in Lateinamerika ermordet. Sirte, Libyen. Der libyschen Einheitsregierung nahestehende Misrata-Milizen führen ihre mit der vom Westen ausgestatteten Offensive gegen Daesh in Sirte fort. Am 9. Juni betraten die regierungsnahen Misrata-Milizen Sirte erstmals wieder. Seitdem verdrängten die Kämpfer den IS aus zahlreichen Schlüsselpositionen der Stadt. VS-Luftangriffe zu Monatsbeginn gaben den Misrata-Rebellen Auftrieb. Syrien, China, Indien. Peking und Damaskus haben sich darauf geeinigt, dass nun auch die chinesische Volksarmee Syrien mit militärischer Ausbildung und Ausrüstung unterstützen wird. Dies bestätigte am Dienstag ein hochrangiger chinesischer Offizier. Auch der indische Außenminister Akbar hat Damaskus Unterstützung zugesagt und wird diese Woche Syrien besuchen. Indien will mit seinem Engagement in Syrien ein zweites Libyen verhindern. Ankara, Irtschilik, Russland. Anfang Juli stellte der türkische Außenminister Cavusoglu die Öffnung des Luftwaffenstützpunkts Incirlik für Russland in Aussicht. Wir kooperieren mit jedem gegen ISIS. ISIS ist der Feind von uns allen. Bisher haben wir allen, die ISIS bekämpfen, die Benutzung des Luftwaffenstützpunktes Incirlik erlaubt. Warum sollten wir Incirlik nicht für die Russen öffnen, zitierte Ahaber Cavusoglu. Beijing, China. Obwohl das Finanzierungsvolumen in China 2016 einen Rekordhoch erreicht hat, ist nicht viel Geld in die Realwirtschaft geflossen. Wie die chinesischen Nationalen Kommission für Reform und Entwicklung am Dienstag in Beijing mitteilte, sei ein großer Teil der neuen Geldmittel zur Tilgung von Schulden genutzt worden. China arbeite derzeit an einer Beseitigung der Überproduktion in der Stahl-, Eisen- und Kohleindustrie, damit sogenannte Zombie-Unternehmen vom Markt verschwenden. Dadurch werde verhindert, dass sie als schwarze Löcher Geld verschlängen. Pyongyang, Seoul, London. Nach dem Rang bemessen ist der schlimmste Verlust, den Nordkoreas Diplomatie je erleiden musste. Wie der südkoreanische Minister für Wiedervereinigung Yoon Hee gestern bestätigte, sagte sich der stellvertretende Botschafter des kommunistischen Staates in London, Jong-ho, von der Botschaft los. Er sei gemeinsam mit seiner Familie auf dem Weg nach Südkorea. Moskau, Washington.
den VS-Vorwürfen, dass Russlands Nutzung des iranischen Stützpunktes Hamadan einer VN-Resolution entsprechen könnte, fehlt es an Logik und Kenntnissen über grundlegende Normen des internationalen Rechtes, wie der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Konaschenkov mitteilte. Anfangen sollte man bei der Prüfung der Kenntnisse über die Resolution des VN-Sicherheitsrates 2231. Dort steht geschrieben, dass eine Zustimmung des VN-Sicherheitsrates für Verkauf, Übergabe oder Nutzung von Kampfflugzeugen innerhalb des Iran erforderlich ist, so Konaschenkov. Russlands Verteidigungsministerium möchte den Vertretern des VS-Außenamtes einmal vorschlagen, mit Bleistiften und topografischen Karten zu arbeiten und zu erkennen, dass Syrien ein separater souveräner Staat ist, so Konaschenkov. Er forderte Washington außerdem auf, sich zu überlegen, ob es wenigstens eine Anordnung der VN-Charta, eine Resolution des VN-Sicherheitsrates oder ein bilaterales Abkommen zwischen den USA und Syrien gibt, die Washington die Bombardements des syrischen Territoriums mit Jägern und Angriffsdrohnen vom türkischen Stützpunkt in Incirlik sowie von den anderen Auslandsstützpunkten aus erlaubt. Russland-Türkei. Die russisch-türkische Versöhnung, die als Ergebnis des St. Petersburger Gipfeltreffens steht, darf keine falschen Hoffnungen, übertriebenen Illusionen erwecken. Die Beziehungen zwischen Moskau und Ankara sind durch zu viele Probleme und große Widersprüche belastet, als dass man bereits von einer strategischen Verbindung zwischen Russland und der Türkei reden könnte, wie es einige Experten in letzter Zeit taten. Es ist zu früh, von einer strategischen Partnerschaft zwischen Moskau und Ankara zu sprechen. Im besten Fall wird eine solch enge Beziehung gerade vorgetäuscht, um Solidarität und Verbundenheit zu signalisieren. Russland, Syrien, Ukraine. Auch wenn sie nicht direkt miteinander verbunden sind, deuten all diese neuen Themen auf eine mögliche militärische Eskalation, die dazu führen könnte, dass Russland sein Militär in Kampfhandlungen in Syrien, auf der Krim und in Novorossiya einsetzen muss. Daher ist es sinnvoll, die russischen Optionen an all diesen Kriegsschauplätzen zu überblicken. Bitte unter Nummer 16 selber weiterlesen. Ostukraine. In der Ostukraine war der Juli der gewalttätigste Monat seit einem Jahr. Es gab 73 zivile Opfer, davon wurden 11 getötet. Artilleriebeschuss und Landminen waren die Hauptursachen. Die VN schätzten, dass seit Beginn des Konflikts 2014 über 2000 Zivilisten getötet wurden. Polen, Washington. Die VS-Denkfabrik Atlantic Council veröffentlichte einen Bericht, worin sie Polen einen Angriff auf Russland empfiehlt. Kann man mal sehen, was das für Irre sind. Das riecht förmlich schon nach Schwefel. Polen sollte bekannt geben, dass es ein Recht darauf habe, offensive Cyberoperationen auszuführen. Na klar, Polen hat Rechte. Vor allen Dingen diesbezüglich. Auszuführen und nicht notwendigerweise nur als Reaktion auf Cyberattacken. Die Behörden könnten auch potenzielle Ziele vorschlagen, die die Moskauer Metro, das Stromwerk von St. Petersburg oder die russischen staatlichen Medien wie RT umfassen. Sonst haben sie keine Probleme, Krieg zu spielen und andere Länder zu überfallen. Halleluja, die schönen Denkfabriken. Griechenland. Die griechische Regierung fordert eine vollständige Offenlegung aller Vermögen der privaten Haushalte. Die Griechen sollen ihr gesamtes Vermögen anmelden, Bargeld, Schmuck, Immobilien, Gemälde und Möbel. Die Maßnahme dient offenbar der Vorbereitung einer Zwangsabgabe, um die Schulden abzubauen. Sollen doch mal die Rechnung eventuell an Herrn Soros schicken, der gerade wieder gierig drauf schaut. Italien, Österreich, Schweiz, Deutschland. Ein Ansturm afrikanischer Migranten auf Österreich, die Schweiz und Deutschland steht laut einem österreichischen Lagebericht kurz bevor. In Italien sei die Lage dramatisch und die Notunterkünfte an ihrer Kapazitätsgrenze. 144.210 Migranten wurden bereits untergebracht, doch das System ist kaum noch aufnahmefähig. Die bisherige Strategie Italiens, die Migranten im Land zu verteilen, gerät ins Wanken, heißt es im Bericht. Stockholm, Schweden.
Schweden setzt im Umgang mit Flüchtlingen auf immer rigidere Maßnahmen. Bei den Betroffenen stößt das nicht auf Gegenliebe. Jetzt protestierten Flüchtlinge wegen ihrer Umsiedlung aus der Landesmitte an die Peripherie gegen die Ausländerbehörde. Die Polizei beendete den Protest friedlich. Den Migranten habe es missfallen, berichteten örtliche Medien, dass es in der neuen Unterkunft zu wenig Badezimmer gäbe. 6 Familien müssten sich ein Bad teilen. Wahrscheinlich ist es daheim bei ihnen nicht anders gewesen. Eventuell gab es überhaupt kein Bad. Außerdem seien der nächstgelegene Supermarkt und das Krankenhaus zu weit entfernt, beschwerten sich die Asylforderer. Überhaupt liege die neue Unterkunft zu weit abseits. Sonst noch Wünsche? Waldenburg, Sachsen. Nachdem Bürgermeister Polos habe Waldenburg 7 Arbeitsgelegenheiten geschaffen, um den Asylanten Beschäftigung zu verschaffen, Langeweile entgegenzuwirken und die Akzeptanz in der Bevölkerung zu erhöhen. Sie also wurden abgeholt zu ihren Arbeitsplätzen und danach wieder nach Hause gebracht. Doch schon kurz darauf änderten die Asylforderer ihre Ansicht. Später wurde dann von den genannten Personen argumentiert, dass sie Gäste von Frau Merkel sind und Gäste ja nicht arbeiten müssten, so Polers. Baden-Württemberg. In den baden-württembergischen Kommunen sollen etwa 11.600 neue Arbeitsgelegenheiten für Flüchtlinge geschaffen werden. Die Flüchtlinge bekommen den Angaben zufolge künftig 80 Cent pro Stunde. Toll. Grundsätzlich ist diese Art der Integration ein ganz wichtiges Instrument. Wer Arbeit hat, fühlt sich angenommen und kann auf eigenen Füßen stehen, sagte die Hauptgeschäftsführerin des Städtetags gestern, heute Blum. Also fällt einem wirklich langsam nichts mehr ein. Somit werden die Löhne wieder gedrückt, da brauchten sie gar nicht vorneweg erst mit ihrem blöden Mindestlohn zu kommen, der sowieso niemandem was gebracht hat. Jetzt haben wir's. Deutschland. Der eingeführte Mindestlohn hat nach Erkenntnissen von Arbeitsmarktforschern nicht zu befürchteten größeren Entlassungen geführt. Vielmehr hätten betroffene Firmen darauf mit Preiserhöhungen reagiert, geht aus einer veröffentlichten Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hervor. Aber auch dazu hätten sich lediglich 18% der vom Mindestlohn tangierten Betriebe entschlossen. Ja, wo das nun wieder herkommt, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, wollen wir mal lächeln. Guckt euch die Städte an, wie viele Geschäfte geschlossen haben. Insbesondere Dienstleistungsbetriebe, da weiß ich es hundertprozentig, das können sich wirklich gar keiner mehr leisten. Zumindest, ja, so wie es hier ist bei uns in der Gegend. Deutschland BRID. Offensichtlich scheint Verfassungsschutzpräsident Maaßen ein persönliches Problem mit Patrioten zu haben, welche eigenständig denken können, denn er hat nunmehr die Hetzjagd, natürlich die bundesweite Beobachtung der identitären Bewegung offiziell bekannt gegeben. Laut Maaßen gäbe es innerhalb der identitären Bewegung Anhaltspunkte für Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung. Getreu alter Methode wird jetzt jeder zum Feind der trügerisch freiheitlich-demokratischen Grundordnung deklariert, der nicht ins staatliche Bild passt. Das ist Faschismus hoch 100, was hier abgeht. Die gute Nachricht. Oregano ist eine aromatische und sehr heilkräftige Pflanze, die aus der Bergwelt der Mittelmeerländer stammt. Oregano zählt zu den kraftvollsten Kräutern und den wirkungsvollsten natürlichen Antibiotika, die jemals untersucht wurden. Oregano ist darüber hinaus ein stark fungizides Mittel. Daher wirkt er gut bei Pilzinfektionen aller Art. Interessant ist außerdem seine blutverdünnende Wirkung, sodass er auch in der Schlaganfall- und Herzinfarktprophylaxe eingesetzt werden könnte. Und die zweite gute Nachricht. Mach die Dinge, die du tust, nicht unbewusst und widerwillig. Mach aus deinem Muss einen Kuss, dann kommt dein Leben in den Fluss. Viele Tätigkeiten des Alltages erledigen wir oft mit einem oft unbewussten inneren Nein. Mit Widerwillen und mit dem Gedanken, ich muss das leider tun, aber ich mache es nicht gerne. Durch diese Einstellung und unbewussten Gedanken machen wir uns das Leben schwer. Denn jedes Muss erzeugt Druck und Schwere in uns.
Diese unbewusste Art, mit der wir vieles tun, was wir eigentlich nicht tun wollen oder von denen wir glauben, sie seien unwichtig, aufräumen, einkaufen, tanken, putzen, waschen, Steuererklärung, wollen, Ding und anderen Schreibkram, entzieht uns Energie, macht uns müde. Es gibt keine wirklich unwichtigen Dinge. Lass sie mal, vor allen Dingen in Gedanken, 3 Monate liegen, dann spätestens erkennst du, wie wichtig sie sind. Wertschätze auch diese vielen Tätigkeiten, die in dieser Woche viele Stunden einnehmen. Warum sind sie alle gleich wichtig? Weil die Zeit, die du für sie aufwendest, deine kostbare Lebenszeit ist, die nicht wiederkommt. Sei wirklich da, präsent bei dem, was du tust, und tu es mit Freude, Dankbarkeit und Wertschätzung. Mach aus jedem Ich muss ein Ich darf, Ich kann oder Ich will. Oder im Bild, mach aus dem Muss einen Kuss, dann kommt dein Leben in den Fluss. Wunderschön und auch eigentlich logisch. Und das war's mal wieder für heute. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Zusehen und fürs Zuhören. Wünsche allen einen wunderschönen Donnerstagabend. Und verbleibe wie immer eure Biene vom Honigmann. Und tschüss und viele herzliche Grüße wie immer an alle. Ciao.